Hallo Freunde und herzlich willkommen zu der 27. Folge von den Minecraft-Fakten der Woche. Und ja, heute haben wir wieder ein paar Fakten und nach dem Intro geht's los. So, wir schmeißen wieder die Schallplatte Warp in den Schallplattenspieler, denn der Anfang von dieser Schallplatte ist jetzt nicht so prickelnd, aber das, was danach kommt, ist richtig geil. Also, ja. So, dann fangen wir an mit dem ersten Fakt. Und zwar haben wir da, oder brauchen wir da einen Creeper und ein Feuerzeug und leisere Musik, damit ihr mich versteht. Da geht noch was, so. Okay. Also, ich platziere jetzt hier mal auf diese Halbstufe einen Creeper. Ups, das geht so nicht. So. Also, jetzt sehen wir hier erstmal, der Creeper schwebt. Ja, jetzt schon mal eine Fakt. Aber die habe ich schon mal gesagt, deswegen zählt sie nicht. Und jetzt, wenn ich den Creeper mal anzünde, das geht ja auch in, ja, vor nicht allzu langer Zeit wurde es mal geaddet. Und der dann explodiert, pass auf, es explodiert nur diese eine Halbstufe, auf der er stand. Und dann droppt, dann kommt die sogar noch als Drop, ne? Also ich kann die dann wieder aufsammeln und dann hat der Creeper gar nichts zerstört. Das ist wirklich phänomenal. Also, einfach nur, wenn Creeper auf einer Halbstufe steht. Und es muss übrigens eine Holzstufe sein. Was ist los mit mir? Bin verpeilt. Es darf keine Holzstufe sein. Es muss aus Stein sein, die Stufe. Pass auf, sonst funktioniert das nicht. Also muss wirklich Stein sein, sonst. Na, kann auch Steinziegelstufe sein, aber. Ist richtig cool. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar haben wir hier Monster Spawner. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es gibt verschiedene Arten von Monster Spawnern. Und zwar verschiedene Arten von Zombie Spawnern zum Beispiel. Also, es gibt auch kleine Baby-Zombies, die darin so herumkreisen. Aber ich glaube, bei den Baby-Zombies spawnen dann sogar nur Baby-Zombies. Das glaube ich jetzt irgendwie. Testen wir es mal schnell aus. Und hier haben wir noch einen Dorfwohner-Zombie. Das sind ganz normale, also ich habe hier ganz normale Zombie-Spawner platziert. Und ja, hier haben wir jetzt einen Baby-Zombie, der ist daraus gespawnt. Das heißt, aus diesem Baby-Ding spawnen auch nur so Baby-Dinger. Ja, das war ein logischer Satz, ne? Dann, wenn ich jetzt F3 plus B mache, dann sieht man jetzt, sieht man übrigens die Hitbox oder, ja, Hit oder Monster haben in Spawnen, also in Monster Spawnen haben die Monster Hitboxen. Ja, sagen wir das mal so, ne? Ihr seht schon, jedes Monster hier, jeder Zombie hat eine Hitbox. Und das Rote, das sieht irgendwie aus wie so ein Halsband oder so, oder Stirnband, irgend sowas. Aber das ist irgendwie so eine rote Linie, die ist hier auch bei Booten und Minecarts und ich weiß nicht, was es ist. Ist auf jeden Fall irgendwas Neues. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt nochmal so einen Fall und zwar Skelette oder ja, Zombies können auch in Spawnen Rüstung tragen. Und das habe ich auf Reddit gesehen. Ich habe hier aber mal so viele Skelett-Spawner platziert und ich habe kein einziges Skelett gesehen, was irgendwie anders aussieht. Ich weiß nicht. Die Skelette in diesen Spawnern sehen alle gleich aus, aber ich habe ein Bild in Reddit gesehen. Hat einer gepostet, so ein Skelett mit einem Goldhelm und ja, das war nicht irgendwie gecheatet oder so. Hat einfach in der Überlebenswelt in den Dungeon gefunden, den Spawner. Also in der Tat können Skelette in Spawnern Rüstung tragen, aber sie spawnen dann nicht mit Rüstung. Also das ist dann auch nur mit Glück und vielleicht bei dem Vollmond. Jetzt habe ich geschluckt und geredet gleichzeitig. Denn bei einem Vollmond ist die Chance, dass irgendwie Monster mit Rüstung oder Effekten spawnen, höher.
Jetzt, das waren schon wieder so viele Fakten, das waren schon mehr als drei, glaube ich. Also bei Vollmond ist die Chance höher und bei, also wenn man im Schwierigkeitsgrad hart spielt. So, dann Bote und Minecarts haben insgesamt drei Herzen. Ja, also mit einem Schwert kann man sie one-hitten. One-hitten, wie sie sich wieder anhört. Ja, machen wir mal schnell hier einen Test. Also drei Herzen, das heißt, sie haben insgesamt sechs Leben, also sechs halbe. Und ja, mit Schwerter und so geht das automatisch. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das waren jetzt circa 20 Treffer. Das ist komisch. Wahrscheinlich regenerieren sie ihr Leben voll schnell wieder. Aber im Wiki steht, dass sie, ja, drei Herzen haben. Wahrscheinlich muss man einfach nur ganz schnell sie anklicken. Naja, auf jeden Fall müsste es stimmen. Falls nicht, könnt ihr mich ja korrigieren. Aber ja, das war's. Und ich habe übrigens nicht nur die ganzen Spawn hier platziert, sondern auch noch so, also mit so einem Kommando, dass da an einer Stelle der Block oder der Spawner gespawnt wird. Habe ich die ganze Zeit so eingegeben, so, bam. Und ich habe insgesamt, glaube ich, 1000 vielleicht, 1000 Skelett-Spawner gespawnt und habe irgendwie Skelett-Spawner gesucht, wo die Skelette halt eine Rüstung tragen, aber ich habe nichts gefunden. Es ist wirklich. Es hat mich circa. Ich habe echt eine Dreiviertelstunde damit verbracht, so einen Skelett-Spawner zu suchen, der eine Rüstung trägt. Also in dem ein Skelett eine Rüstung trägt. Naja, also für diese harte Arbeit hoffe ich mal, dass ich einen Magi verdient habe von dir bei diesem Video. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dann, haut rein.